Guten Morgen. Ja, leider liegt nun der schönste Tag dieser Woche hinter uns. Der war nämlich gestern. Dafür kommen immerhin nun Winterfans auf ihre Kosten. Vielerorts schneit es mal kurz. Von Westen her zieht eine schwache Front ostwärts. Und da wir verbreitet aus einer frostigen Nacht kommen, bringt diese anfangs Schnee. Später geht dieser von Westen her einen leichten Regen über. Und wenn, dann sind es auch nur wenige Zentimeter Schnee. Und weil danach auch wieder mildere Luft einströmt, bleibt auch wenig davon liegen. Trotzdem kann es natürlich im Berufsverkehr nun glatt auf den Straßen sein. Bis zum Mittag kommen die Niederschläge in einer Linie von Kiel bis Main voran Richtung Osten, dann insbesondere in der Lausitz und in Bayern wird es davor noch freundlich sein. Am Nachmittag schneit oder regnet es dann später so ungefähr in einer Linie von der Oder bis zu den Alpen. Natürlich wieder Straßenglätte inklusive. Vor allem in den Hochlagen der Mittelgebirgen wird es winterlich. Ja, und im Osten liegen die Höchstwerte ähnlich wie gestern, dabei zwischen minus 4 und plus 4 Grad. Weiter westlich setzt sich die mildere Luft dann schon durch. Morgen schneit es im Süden dann noch etwas. Im Westen wird es eher Schneeregen sein. Ansonsten gestaltet sich der Samstag trocken und wird dann auch der bessere Tag des Wochenendes. Denn schon am Sonntag ist für alle wieder nasskaltes Wetter angesagt. Am Nachmittag reißt es dann von Westen her ein bisschen auf. Ja, und in der neuen Woche erwarten uns dann zwar wieder weniger Niederschläge, aber von Osten her kühlt es sich dazu dann etwas ab. Ihnen nun einen angenehmen Start in diesen Freitag jetzt.